Hallo und herzlich willkommen zurück zu House of Ashes und The Beagle. Wir sind mit. Wir sind gerade bei Salim, fällt mir auf. Bei Salim. Das Ding wurde ja vom Auto erschlagen. Auch wenn ich glaube, dass Allah damit nichts zu tun hat. Oh Allah. لازم اقول له لا اتخانق لوحده مش اتخانق معاك لازم انت عايش من مشلوه لازم يكون في طريقه تانية Ich würde übrigens nicht drauf ankommen, dass ja, sag ich doch, das lebt noch, not pro. Und es wird jetzt stressig werden, befürchte ich. Was haben wir denn hier? Eine Brieftasche von Achso. Wo? Da. Wie hat der denn seine Brieftasche hier verloren? Naja. Ich habe mal meine kleine Funzel hier. Naja. Muss ich jetzt wirklich an das Ding rangehen? Das bin ich jetzt aber so gar nicht scharf drauf. Kann ich nicht irgendwie versuchen, hier hinzuklettern? Nein. Ich glaube, ich weiß, was er möchte. Ich habe Angst. Warum herausfordern? Oh Gott. Was? Ach Scheiße. Kann ich noch irgendwas machen? Ja, kann ich. Das hat nichts gebracht. Ich bin schneller. Es brennt in der Sonne. Ich hab Salim gerettet. Warum rennt er denn jetzt zurück? Weil er doof ist? Vermutlich. Er ist doof, Leute. Er ist doof. Ich wäre übrigens einfach in der Sonne geblieben, aber ist okay. Muss ich irgendwas machen? Oder? Oh, ich hab Salim gerettet. Leute, gibt's so, Salim ist wirklich cool, oder? Hello, Amerika. Armer Salim. Ich verstehe das einfach nicht. Sollte es nicht das oberste Ziel sein, dass man alle da rauskommen? Egal, ob Amerikaner oder Iraker. Oh, das sind andere Amerikaner. Das sind gar nicht unsere Amerikaner. Wo kommen die denn her? Aber wir haben was Wichtiges gelernt, meine Lieben. Das ist ein Marine. Hab ich richtig gesagt. Das ist Marines. Ich könnte mich natürlich dazu einlesen, aber.
ich habe einen Mückenstich. Unfassbar. Ja, ich bin nicht so konsequent, leider. Also, was wir jetzt gelernt haben, die sind gegen Sonne recht empfindlich, sag ich mal. Die arme Neko sieht immer noch so aus, als würde sie... Ich bin schon gerade so ein Schätzchen. Ja. Und Stichwaffen scheinen deutlich besser zu funktionieren als Schusswaffen. Stichwaffen, aber das ist jetzt ja auch nichts. Also, mal ganz im Ernst. Das klingt doch voll nach Vampir, oder? Stichwaffen helfen super. Schusswaffen dagegen gar nicht. Und Sonne ist scheiße. Ich wäre übrigens einfach in der Sonne geblieben, aber wer bin ich schon? Da, ich habe es doch gesehen. Ah, da. Was ist das? Die Sonne. Ich habe mir übrigens noch so ein Ding. Salim ist aber schlau. Ich habe mir jetzt übrigens doch Prototype gegönnt. Es wird ewig dauern, bis das hier kommt, Leute. Ewig. Weil erstmal Infamous 1 und 2 dran sind und danach Saw. Aber ich wollte die Sachen, die ich alle haben wollte, mal so beisammen haben. Ich habe ein gutes Angebot für Prototype aus England bekommen. Hörst du Joey noch? Prototype 2 werde ich mir erstmal nicht holen, weil das kriegst du hier in Deutschland echt hinterhergeschmissen. Und man kann es auch im PlayStation Store kaufen für die... dass man es da so spielen kann. Und das werde ich vermutlich auch in Betracht ziehen, Copper, wenn es beim Angebot ist. Hören Sie mich, over. Ach du Scheiße. Das ist Joey. Sie waren bei Lance Corporal Gomez, oder? Was ist denn mit ihm passiert? Er starb. Scheißegal, was das ist. Es ist verdammt nochmal nicht Joey. Das stimmt. Nun, im Gefecht kann man sowas nicht immer einschätzen. Was soll das denn heißen? Vielleicht irren Sie sich ja, Sergeant. Sorry, aber... Ich weiß, was ich sah. Mein Gott. Stimmt, wir hatten eben das Kreuz abgenommen. Wir haben heute genug verloren. Tut mir leid, Sir. Wegen Rachel. Ach, wirklich? Kolchak sagte, ihr nanntet sie die Queen Bitch. Ich aber nicht. Ich wusste es besser. Ey, du hast ja auch gevögelt. Warum drehst du dich eigentlich immer in eine falsche Richtung, du Vollhonk? Entschuldigung, Leute, aber... Stimmt was nicht. Ich weiß... Willst du mir nur ansehen, nicht darunter gehen. Wie tief ist das Scheißloch? Weiß ich nicht. Solche Risse habe ich im Tempel gesehen. Die sind wohl durch das Beben entstanden. Aha, los, gehen wir weiter. Ja, machen wir. Ich kann hier übrigens was Wichtiges finden. Er wollte mir gerade meinen Job erklären, oder? Oder? Ist das Blut? Nee, ist Ketchup. Wer kennt's nicht? Man fällt in irgendein Loch und jemand vergießt einfach flaschenweise Ketchup. Und weint dann, weil er sie nicht mal über die Nudeln drüber machen kann. Ja, also Saw 1 und 2 habe ich jetzt bekommen. Saw war, ist gar nicht, also es sind viele PlayStation-Spiele gar nicht so, drei Spiele gar nicht so einfach zu kriegen. Wir kennen nun den Gegner. Augen auf, wachsam sein. Ja, ja, ja. 23. Oktober 1646. Die Katakomben unter dem Tempel sind voller unleserlich. Elaine hat in El Castillo an Ausgrabungen mitgewirkt, aber selbst sie hat noch nie unleserlich gesehen. Unleserlich haben Tausende im Namen der Götter getötet. Ich nehme an die Sumera. Die meisten Opfer unleserlich in Massengräber geworfen, als ob das Abschlachten unleserlich welche Plage oder Katastrophe fordert, solch einen Preis. So viel unleserlich. Was auch immer hier vor Jahrtausenden geschah, es ist unleserlich. Passt du jetzt sogar.
Oh. Ein Geisterbaby. 7. Dezember 1946. Unsere Funde sind so spektakulär, dass ich nicht widerstehen konnte und den Champagner geöffnet habe. Ei. Als ich das Zelt betrat, um Mary ein Glas einzuschenken, merkte ich, dass etwas nicht stimmte. Sie hatte Bradshaws Kiste mit Dynamit gefunden. Ich versuchte, sie zu beruhigen, aber sie schäumte vor Wut und dozierte über das Risiko beim Einsatz von Sprengstoff an einer Ausgrabungsstätte. Sie hat natürlich recht und ich fühle mich schrecklich, weil ich ihr die Sache verheimlicht habe. In dem Moment kam Crow, um das Dynamit abzuholen. Als sie Mary befahl, es nicht anzufassen, sah ihr fest in die Augen und verkündete, dass sie unten etwas entdeckt hätten. Tja, leg mal zurück. Daneben ist nämlich noch was. Was zur Hölle haben Sie da gefunden? Ja, die Dinger, du Depp. Ich mag Nick nicht. Salim, bester Ehrenmann. Also Leute, ich habe ein Ziel. Ach, Ziel, mit S, Ziel. Ich habe ein Ziel. Und zwar möchte ich Salim und Jason unbedingt durchbekommen. Kann ich hier noch irgendwas... Gut aufpassen. I know that. Der Rest ist Bonus. Eric wäre auch noch ganz nett. Klingt sehr nah. Still jetzt. Wir laufen in eine Falle. Das tun wir in der Tat. So, mal sehen. Lass mal hier. Bin ich falsch gegangen? Brauch Deckung. Scheiße, ich bin falsch gegangen, oder? Nein, doch nicht. Das brauchen wir nämlich unbedingt. Das ist quasi unser Notfallkit, falls mal was schief geht. Denn, ich habe jemanden verloren im letzten Durchgang. Und das war quasi schon in der Mitte des Spiels entschieden, dass ich den am Ende verliere. Das ist kacke. Das ist richtig kacke. Ich hoffe, das passiert mir diesmal nicht wieder. Ah, ja, aber wie gesagt, also Jason und Salim sind die, die ich unbedingt durchbringen möchte. Kommen Sie. Eric wäre noch so ein Bonus. Das wäre ganz nett, weil der ist mir eigentlich relativ sympathisch, bis auf das er echt jammert. Nick geht mir sowas von am Arsch vorbei. Ja, wenn er lebt, dann hat er Glück. Wenn nicht, dann hat er Pech. Beeilung. Wen haben wir denn da noch? Ja, nicht mehr viele, ne? Hat sind ja noch Männer über. Der perfekte Ort für einen Hinterhalt. Für den Moment. Bleiben wir zusammen. Joey, bist du das? Hätte ich ja eigentlich auch mit Jason hingehen können? Hier stimmt etwas nicht. Ich finde ja seinen Fischerhut irgendwie witzig. Was zu seinem Lappen-Image. Das ist Salim, oder? Nee, das ist der Arsch. Kein Mitleid. Weißt du, da unten ist die Hölle. Ja, Leute, da ist die Hölle. Jetzt sind die getrennt. Verdammt. Scheiße. Scheiße, Ura. Mailman 3 am Dropkick. Colonel, setz sie da, over. Oh nein. Ich würde sagen, wir bleiben die nächsten 6 Minuten einfach hier stehen. Wir haben ja noch nicht nachgeguckt, was wir hier an neuen Sachen haben, Leute, ja? Also, Salim entdeckte, dass die Kreatur kein Sonnenlicht verträgt. Ja, das haben wir rausgefunden. Da unten, Blut. Nick hat Joeys Verbandskasten in den Tunneln gefunden. Jetzt habe ich keine Ausreden mehr, Leute. Habe ich nicht. Scheiße. Klingen wie Klicker.
Ich nehme mal an, weil die auch so Echolot machen. Sind ja auch irgendwie gigantische Fledermäuse in super hässlich. Also Dracula. Dracula. Achso, und PlayStation 3, da war ich ja mit Prototype 1 und 2 und so und Saw 1 und 2. Salim ist Ehrenmann. Ganz ehrlich, ein Großteil der Amerikaner hätte es nicht getan. Wir stehen das durch, aber nur zusammen. Ich bin für zusammen, total. Sie reagieren wie Fledermäuse. Sie hören dich, sie jagen dich. Sprich leiser, Selim. Ich kenne ihre Schwäche. Sonnenlicht verbrennt sie. Guck mal, der macht es übrigens schlauer. Er hält ihm dabei nicht die Nase zu. Ein Pflock ins Herz. Die Kugeln verlangsamen sie nur. Selbst ein Trakt, der auf sie fällt, macht sie nur sauer. Wir schaffen das zusammen. Okay. Wir können ihn töten. Du gehst über die Flanke ran und machst ihn aufmerksam. Ich mach den Rest. Ich arbeite voll mit ihm zusammen. Bin bereit. Dann mal los. Salim hat bis jetzt wirklich nur Gutes getan. Rachedurstig ist gestiegen? Ach, rachedurstig hoffentlich gegen diese Dinger da. Ich muss es übrigens schaffen, von den Quick Times her. Du schaffst das, komm schon. Quick Times sind nicht so schwer. Du hast Until Dawn gespielt, Man of Medan. Little Hope, du kannst Quicktime Events. Hier sind sie nicht anders. Ich hab gedrückt! Leute, da gehe ich gleich drauf ein. Das ist mir nämlich des Öfteren schon aufgefallen. Macht es ruhig noch länger. Ich habe schon Schlimmes gesehen. Aber das tappt alles. Was zum Teufel ist hier unten? Die Biester sind überall. Noch nie habe ich etwas so Bösartiges gesehen.
Übrigens spricht er Englisch. Was sind das wohl für Dinge? Ganz ehrlich, keine Ahnung. Hab sie nicht gefragt. Was denkst du? Glaubst du an Dämonen? Früher hätte ich dich für die Frage ausgelacht. Aber jetzt? Die alten Sumerer glaubten, dass die Seelen der Toten in das Haus des Staubs gehen, wo sie von nichts als Staub leben, gequält von den Dämonen der Unterwelt. Kann ich mir nicht mehr ansatzweise vorstellen. Wie du habe ich daran nie geglaubt. Aber sieh dich um. Schau, wo wir sind, was wir gesehen haben. Gefangen im sumerischen Tempel. In dieser Hölle solltest du meinen Namen kennen. Nikkei, Sergeant. Salim Utban, Lieutenant. Iraker Armee. Da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen, Salim. Hey, guck mal hier, wie Superman. Shukran, Yahui. Hier Dropkick an Mermaid 3, hören Sie mich, over. Klar und deutlich, Colonel. Ich sehe Ihr Licht, gehen Sie weiter. Ich bin gleich da, over. Deine Freunde machen besser nichts Dummes. Machen wir nicht. Mal, du musst mir vertrauen. Sie tun dir nichts. Das ist übrigens jetzt gerade der einzige Moment gewesen, wo Nick mal sympathisch ist. Ich hoffe, Eric benimmt sich jetzt nicht wie so ein Waffe Wildsau. Runter sofort! Richte nicht deine Waffe auf mich! Schon gut, jetzt lade mal tief durchatmen! Er ist nicht der Feind! Ich will euch nichts tun! Du machst einen schweren Fehler, Soldat! Weg mit der Waffe, sofort! Nein. Erst ihr, dann ich. Waffe runter oder wir schießen. Nein, werden wir nicht, Eric. Sofort runter mit der Waffe. Lass mich doch nicht von einem schießwütigen Ami abknallen. Nick. Okay, das reicht. Kämpfen hat keinen Sinn. Nicht mehr. Du hast auf Rachel und mich geschossen, oder? Nein. Antworte. Fessel ihn. Warum? Ich finde das so sinnlos. Nach allem, was wir durchgemacht haben? Vielen Dank. Ja, so sehe ich genauso. Sie hatten recht. Was zur Hölle ist das? Wir haben es gemeinsam besiegt. Ich finde die Betonung auch wichtig. Die Idee war von Anfang an mies. Wir sollten den Tempel verstärken und dann einen Weg daraus finden. Das ist der beste Plan des ganzen Tages. Nick, du könntest dich besser lieben. Jetzt gerade mal entschuldigen, dass das Eric gerade mal ein bisschen gestört im Kopf ist. Tja, jetzt mache ich hier einen Cut rein. Ich muss sowieso jetzt mal mein Kameralichtlein holen. Ihr Lieben, was ich jetzt mit den Quicktime-Events ansprechen wollte, und das ist mir schon beim ersten Spielen aufgefallen. Und zwar habe ich das in keinem anderen Spiel davor von Until Dawn gehabt. Der reagiert manchmal nicht auf die Quicktime-Events. Ich habe den Kreis gedrückt. Ich habe ihn auch definitiv vor Ablauf der Zeit gedrückt. Und er hat ihn mir als falsch gewertet. Und das habe ich in der Form nur in House of Ashes, in allen anderen Spielen von Supermassive Game. Außer jetzt in The Quarry, aber dazu gleich. Habe ich, wenn ganz, ganz offensichtlich die falsche Taste gedrückt oder habe es nicht in der Zeit geschafft zu drücken. So. Ich weiß, ihr könnt das nicht sehen, weil ihr meinen Controller nicht seht, aber ihr könnt mir glauben, dass es so ist. Ich gebe ja offen und gerne zu, dass ich falsch drücke. Wie bei Salim letzte Mal. Da habe ich immer spiegelverkehrt gedrückt, weil, keine Ahnung, mein Gehirn auf einmal spiegelverkehrt funktioniert hat.
don't know. Hier habe ich jetzt Kreis gedrückt. Ich habe es gedrückt und er hat es mir als falsch gewertet. Ich habe auch extra auf den Controller in dem Moment geguckt, weil ich dachte, vielleicht habe ich mich doch verdrückt. Habe ich nicht. Keine Ahnung, ob das einfach irgendwie ein Bug ist oder so. Wer House of Ashes von euch gespielt hat, berichtet da mal bitte, ob ihr damit auch Probleme habt zwischendurch. Es ist in meiner ersten Runde doch ein paar Mal öfter vorgekommen als gut. In The Quarry hat man einfach sehr selten die Momente, wo man es überhaupt machen muss. Da sind ja andere Quicktime-Events wichtiger. Aber das ist mir mit Caitlin am Ende passiert, dass ich abgedrückt habe und nichts passiert ist. Und mal sehen, ob mir das jetzt noch Probleme bereitet auf Dauer in House of Ashes. Das hat jetzt zum Glück funktioniert. Ich habe die Atemsachen hingekriegt, die ich übrigens furchtbar anstrengend finde. Dann lieber den Controller einfach am Tisch legen. Aber das konnten die nicht machen. Ich habe mich übrigens vertan dahingehend. Das möchte ich korrigieren. Die haben das nicht zwangsläufig mit dem Controller auflegen abgeändert, weil es scheiße war, sondern weil ja die Anthology für Xbox und PC auch verfügbar ist und die ja nicht den DualSense zur Verfügung haben. Da musste man sich was anderes überlegen. Und ich glaube, das ist in der Tat, wenn man so drüber nachdenkt, der einzige Grund, warum sie das geändert haben. Und nicht, weil die Leute es einfach scheiße fanden. Aber gut, das wollte ich jetzt nochmal richtig stellen. Das hatte ich letztens irgendwo gelesen. Gut, gut, hinterlasst mir Kommi. Ich fand das jetzt sehr spannend. Und fandet ihr jetzt auch richtig dumm, was sie mit Salim gemacht haben? Der arme Mann hat nichts gemacht. Gar nichts, außer geholfen. Ich find's so bescheuert. Der Feind meines Feindes ist mein Freund. Außer er ist so doof wie dieser eine Typ, der geschossen hat. Aber Salim ist ja schlau. Der ist, man merkt dem allein schon daran, dass er Englisch spricht. Ja, durchaus an, dass der doch deutlich gebildeter als der Durchschnitt da ist. Das heißt gebildeter, aber er gibt sich Mühe. Er denkt schlauer als der Rest. Ja. Okay. Also, habt einen schönen Tag und haut rein.